Wir haben das Problem, dass wir keinen bezahlbaren Wohnraum mehr in unserer Stadt wirklich finden. Wir haben in den letzten Jahren dieses Thema als Verwaltung komplett verschlafen. Es ist nicht abgearbeitet worden. Es ist durch Hinweise der Politik dann zum Versorgungskonzept 2019 gekommen. Das ist die Grundlage, um Fördergelder überhaupt zu kriegen. Und wir haben ein anderes Problem. Es laufen die geförderten Wohnungen seit Jahren in unserer Stadt aus. Und wir haben bald den bisher geförderten Wohnraum nicht mehr. Ich will die jungen Leute, die nach Norden reinpendeln, um hier zu arbeiten, die möchte ich, dass die in Norden wohnen. Wohnraum schaffen für Norder Stadtkinder, damit sie nicht abwandern, was zurzeit passiert. Und wie der Bürgermeister es auch gerade sagte, ich möchte auch die jungen Familien hierher ziehen, die bisher nach Norden einpendeln, dass wir denen hier eine Heimat geben können. Problem, was uns wirklich beschäftigt, sind auch die Zweitwohnungen. Also das ist ja auch angesprochen worden, dass die Leute wirklich hier eine Zweitwohnung haben. Wir müssen dahin kommen, also das war heute auch ein Teil des Gesprächs, dass wir sagen, es muss ein Erstwohnsitz angemeldet werden. Wir müssen die Bebauungspläne für die Neubaugebiete so machen, nur Erstwohnsitz. Stellen wir uns jetzt mal ein neues Baugebiet vor und dass wir einfach sagen, okay, um auch den Druck darauf zu nehmen, dass alte Häuser aufgekauft werden, zum Teil ja auch zu gewaltigen Preisen, die Preise, die ein Einheimischer gar nicht mehr zahlen kann, machen wir es lieber so, in den Neubaugebieten sagen wir, okay, da kommt auch das ein oder andere Reihenhaus hin, da kommt vielleicht auch, ich sag mal eine Vierereinheit, die einigermaßen ansprechend aussieht, drauf. Wenn wir die nächste Zeit nutzen, ich sag mal bis zum Sommer nächsten Jahres, muss ein tragfähiges Konzept durch die Politik und die Verwaltung erarbeitet werden. Ob wir eine Genossenschaft zum Beispiel gründen, eine städtische GmbH, eine Kooperation mit den Wirtschaftsbetrieben vielleicht machen und ausgelotet haben, in welcher Form wir das haben und dann zeitgleich jetzt und Anfang des nächsten Jahres Grundstücke kaufen, dass wir dann, ich sag mal, im Jahr 23 damit anfangen können, die ersten Wohnungen zu bauen. Wir haben es ja mehrfach auch schon gemeinsam gesagt, dass die Ausweitung von Lichmoor dringend erfolgen muss. Da hängen wir Jahre hinterher. Da ist das nicht so abgearbeitet worden, wie es hätte sein sollen, wie es die Politik auch wollte, weil wir sind davon abhängig, Gewerbeflächen ausweisen zu können und vorhalten zu können. Und zwar nicht nur, um externe Investoren herzuholen, sondern gerade die Norderwirtschaft zu stärken und zu unterstützen. Wir haben also einen Bebauungsplan im Gewerbegebiet, der auch vorsieht, dass die Kompensationen innerhalb des Gewerbegebietes stattfinden. Und das muss sicherlich nachträglich nochmal geändert werden. Aber wir sind jetzt eben auch mit der NLG auch in Gesprächen, dass man da auch zu Tauschgeschäften kommen kann mit Ländereien, wo man dann eben doch zu Erweiterungen kommen kann. Also da sind schon Planungen drauf, aber es fehlt an den ein oder anderen Stellen noch. Die Verbindung der Fußgängerzone Richtung Dornkart-Gelände, dort muss es uns gelingen, dieses neue Quartier zu entwickeln, wo wir Kultur und Handwerk verbinden, wo wir Freizeitaktivitäten durch Cafés, durch Restaurants, aber auch durch Freizeitmöglichkeiten wie eines Kinos dort aufwerten können. Also wir haben den Vorteil durch den Kauf des Dornkart-Geländes, dass wir mit an dem Bundesprogramm Soziale Stadt dann an die Töpfe kommen. Da haben wir Fördermöglichkeiten von bis zu 90%. Und dort werden wir oder werde ich als Bürgermeister unter anderem die Maßnahme initiieren, dass wir dort eine Mischung aus Kultur und Kino hinbekommen, so wie es zum Beispiel im Karolinenhof in Aurich jahrzehntelang praktiziert war. Und es ist ganz erstaunlich, wie viel Bewegung man auch noch eben auf Höhe des Teddymarktes zählt. Und genau so, wie Herr Holzkämper das auch gesagt hat, ist es eben so, wir müssen dort die Gebäude so ausrichten, dass sie für ein attraktives Angebot geschaffen sind. Und man muss sagen, was man aus der Lichtquelle gemacht hat, wo jetzt eben die Kaffeemanufaktur drin ist, das ist große Klasse. Und man sieht auch wirklich, dort sitzen dann auch Leute draußen. Und auch bei diesem asiatischen Anbieter, der etwas weiter Richtung diesem Telepoint ist, auch dort mit den Tischen auf der anderen Seite, das entwickelt sich so langsam. Jetzt ist eben um die katholische Kirche rum, diese Kirchenspange, wo ich eben sehr zuversichtlich bin, dass wir das kurzfristig hinbekommen, dass wir eben dort dann auch den Zweirichtungsverkehr haben und dann haben wir um den ganzen Innenstadtbereich einen Ring, der in zwei Richtungen befahren werden kann. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, die Osterstraße zuzumachen und dort mehr Einkaufsqualität zu schaffen.
Und wir brauchen aber natürlich, brauchen wir auch mehr Abstellanlagen für entsprechende Fahrräder. Aber wenn man guckt, was wir in den ganzen letzten Jahren gemacht haben, allein im letzten Jahr haben wir 55.000 Euro Fahrradabstellanlagen aufgebaut. 25.000 Euro mehr, als wir eigentlich geplant hatten. Aber die Nachfrage war so groß, dass wir dann eben aus Bordmitteln, die an anderer Stelle übrig waren, die dann auch noch dafür verwandt haben. Und wir müssen darüber nachdenken, ob wir Carsharing-Modelle entwickeln, so wie wir es mit den Rollern bei den Stadtwerken schon haben. Wieso nicht? Also auch ins Automobil reingehen und da Carsharing anbieten. Ich glaube, was eine wichtige Maßnahme ist, da stimmen David Grunewald und ich, denke ich, auch überein, ist, dass wir die Osterstraße zur Fußgängerzone ausbauen müssen. Dafür brauchen wir dann die katholische oder die Spange, wie Herr Schmelzle sie genannt hat. Die muss erstmal geschaffen werden, damit wir schon mal den Bereich der Osterstraße, wo man jetzt die Geschwindigkeit ja auf 10 Stundenkilometer runtergesetzt hat, komplett autofrei hinbekommen, damit wir eine zweite Ecke Fußgängerzone bekommen. Und dann müssen wir einen Radverkehrswegeplan auf den Weg bringen in Zusammenarbeit mit unserem Radverkehrsbeauftragten. Ich würde auch die Klimaschutzmanagerin mit einbinden, aber auch zum Beispiel die Klimagruppe, dass wir überlegen, wie können wir den Radverkehr im Innenstadtbereich weiter ausbauen? Wie können wir es hinkriegen, dass wir vernünftige Fuß- und Radwege haben? Es wurde Hals-Nasen-Ohren-Arzt auf der Norddeicher Straße angesprochen. Das ist zum Beispiel eine Sache, da bin ich als Chef direkt dran. Ich bin in täglichen Telefonaten, um dort eine Nachfolge hinzubekommen. Worüber wir uns sehr wohl Gedanken machen können und wir auch kümmern müssen, ist die ärztliche und pflegerische Versorgung in unserer Stadt, wie wir es ausweiten können, wie wir zum Beispiel im Bereich der Arztversorgung eine Küstenortlösung bekommen, weil die Quote anders berechnet wird, dass man die Inseln aus der Versorgung rausnimmt, damit wir genug Mediziner hier haben, dass wir anwerben können. Die Krummhörn überlegt, ein Ärztehaus zu bauen, um Ärzte kommunal anzustellen, weil man vielleicht keinen findet, der sich mehr selbstständig machen möchte, gerade Work-Life-Balance bei jungen Ärztinnen und Ärzten. Und das werden Konzepte sein, wo wir rangehen müssen, weil es gar nicht anders geht. Dass wir sehr genau aufpassen müssen, dass jetzt keine weiteren Ressourcen vom Norderkrankenhaus abgezogen werden. Besonders vor dem Hintergrund, dass wir auch nicht wissen, wie teuer wird denn die Zentralklinik und ist sie am Ende finanzierbar. Wir müssen Orte der Begegnung schaffen, wir müssen die Spielplätze weiter ausbauen und globaler denken als Orte der Begegnung für alle Generationen. Wieso dort nicht auch kostenloses WLAN-Stream-Angebote für Ältere schaffen und bei der Bestückung dieser Flächen an alle Altersklassen denken. Das Zweite ist, wir müssen unsere Vereine in der Jugendarbeit stärken. Wir haben viele gute Vereine in unserer Stadt, die Angebote, die tolle Angebote für Kinder und Jugendliche anbieten. Und ich habe in den letzten Wochen mehrfach gehört, wie schlecht eigentlich die Jugendarbeit durch die Stadt Norden finanziert wird. Also gehe ich fest davon aus, ich werde in diesem Bereich mehr Gelder zur Verfügung stellen, weil das ist das Rückgrat. Und das Geld, was wir dort investieren, kriegen wir in einem Vielfachen wieder raus. Und wir müssen den Planungsprozess und die Einbindung von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt wesentlich verbessern bei Planungsprozessen. Das heißt, wir müssen schauen, wenn wir etwas neu beplanen oder uns anschauen, müssen wir über die Schulen, über das Jugendhaus oder über das Strandleben, die wir auch mit unterstützen müssen, einbinden müssen, um konkret am Bedarf der Jugendlichen wie die Skateranlage diese planen und zeitnah umsetzen und nicht 10 Jahre später. Und jetzt sind wir gerade dabei, den Volltreffer zu landen. Bei dem Umbau des entsprechenden Jugendhauses, 1 Million wird da investiert, 300.000, der größte Fördermittelbescheid in ganz Niedersachsen zu diesem Thema, der ist nach Norden geflossen und da sind wir auch sehr stolz drauf und diese 1 Million, die wird aus diesem Haus also wirklich eine Begegnungsstätte machen, wo eben auch mit Bühnentechnik, wo also mit Rückzugsräumen und also wirklich auch mit der Möglichkeit auch Konzerte oder Disco zu machen. Wir haben in dieser Wahlperiode haben wir die Baumschutzsatzung auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Das war vorher nicht so. Wir sind also auch in die ländlichen Ortsteile gegangen. Das gibt auch manchmal Probleme, weil das natürlich kann auch ein Baum mal, ich sag mal, im Wege stehen. Und wir sind eben jetzt auch kürzlich mit großer Mehrheit auch der erweiterten Entwicklungszone der UNESCO-Biosphäre beigetreten. Das ist auch ein besonderer Schritt gewesen, aber eben auf freiwilliger Basis und da eben auch, wir müssen immer bedenken, unser Stadtgebiet ist geprägt durch die Landwirtschaft und darum haben wir eben damals, als wir uns eben dort zu diesem Beitritt entschlossen haben, haben wir gesagt, auf freiwilliger Basis
Und da werden wir auch einige Projekte anschieben, aber nicht gegen die Landwirtschaft und nur mit der Landwirtschaft. Wenn wir dann die Bereiche, ich ergänze das, was die Kollegen schon gesagt haben, wenn wir neue Baugebiete ausweisen, sollte man überlegen, Grünbedachung einzuführen, Kraft-Wärme-Kopplung, solche Maßnahmen mit voranzubringen. Und ich glaube, wenn wir uns im nächsten Rat auch darüber verständigen können, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen und sie dann zu kompensieren, dann können wir nämlich auch bestimmen, wie die Straßen zukünftig ausgebaut werden und könnten dann vernünftige Rad- und Fußwege als auch Grünbepflanzung mit reinnehmen, weil das häufig ein Streitpunkt ist. Solange wir die Straßenausbaubeiträge noch haben, haben die Anlieger das Gefühl, sie müssen jetzt alles bezahlen, ohne einen gewissen Standard zu haben. Dann können wir den Standard festlegen, können Straßengrün mit reinnehmen, können Baumbepflanzung mit reinnehmen und wir alle zusammen bezahlen das.